herzlich willkommen zum dritten Teil hier vom Let's Play Mass Effect 2. Ja, ich habe ein bisschen Pause gehabt, deswegen weiß ich gerade gar nicht, ich habe auch ein anderes Spiel gespielt nebenbei, muss ich zu meiner Verteidigung sagen. Also das. Na, jedenfalls sind wir jetzt wieder hier und ich muss gucken, dass ich wieder reinkomme. Und ich glaube, die zwei netten Herren haben gesagt, dass wir zu irgendeinem Shuttle sollen. Sicher bin ich mir aber nicht mehr. Okay, wir haben sie erledigt. Aber langsam wird's eng. Shepard, wenn ich Ihnen sage, für wen wir arbeiten, vertrauen Sie mir dann? Das ist jetzt wirklich der falsche Zeitpunkt, Jacob. Wir schaffen es nicht, wenn Sie mit einem Schuss in den Rücken rechnet. Wenn Sie den Boss verärgern, riskieren Sie Ihren Arsch dabei, Jacob. Das Lazarus-Projekt, das Programm, das sie wiederhergestellt hat. Finanziert und kontrolliert wurde es von Cerberus. Moment, den Teil hatten wir doch schon. Und dann habe ich mich über Cerberus beschwert, oder? Oder nicht? Ja, weiß ich nicht. Wir machen jedenfalls hier weiter. Cerberus, wer sie aus dem ersten Teil kennt, wer sie nicht kennt... Ja, doch, das hatten wir schon. Na, verdammt. Machen wir einfach nochmal. Ich glaube, ich bin einige Male auf Cerberus gestoßen, als ich in Sachen Saren ermittelt habe. So eine Art Pro-Mensch-Splittergruppe, richtig? Nun, die Allianz möchte, dass die Leute genau das glauben. Aber es steckt mehr dahinter. Die Allianz hat sie für tot erklärt. Sie hat sie aufgegeben. Cerberus hat ein Vermögen ausgegeben, um sie zurückzubringen. Also, ich wäre auch misstrauisch. Aber jetzt müssen wir zusammenarbeiten. Ich dachte, Sie verdienen es, Bescheid zu wissen. Sobald wir von der Station runter sind, bringe ich Sie zum Unbekannten. Er wird Ihnen alles erklären. Versprochen. Okay. Der Unbekannte. Das ist ja ein schöner Name. Wer ist der? Zum Unbekannten? Ist der für all das verantwortlich? Ja. Natürlich heißt er nicht wirklich so. Niemand weiß, wer sich dahinter verbirgt. Es war ein Codename der Allianz für ihn. Und der ist ihm dann irgendwie geblieben. Was denn? Der heißt nicht wirklich der Unbekannte? Ich dachte, der hat jetzt voll die kreativen Eltern. Ja, wer Teil 1 kennt, der weiß, dass Cerberus eigentlich ziemlich kacker ist, wenn ich das mal jetzt so sagen darf. Aber wir hoffen einfach mal, dass er Antworten hat. Mir ist völlig egal, wie er heißt, solange er nur meine Fragen beantwortet. Und zwar alle. Ganz genau. Er hat viel Zeit und Geld investiert, um sie zurückzubringen. Er wird Ihnen sicher mit Freuden alles erzählen, was Sie wissen wollen. Es ist nicht mehr weit bis zur Shuttlebucht. Okay. Red mir halt nicht immer dazwischen, mein Gott. Ja, da hat man gerade gesehen, dass ich zwei abtrünnig und zwei vorbildlich bekommen habe. Ich werde wahrscheinlich immer so ein bisschen hin und her switchen in meiner Gesinnung. Oh nein, Hacken, Hacken, Hacken. Okay, okay. Bewegen Sie den Cursor und wählen Sie das Zielcode-Segment aus. Drei Versuche haben wir noch übrig. Starten wir das Hacken. Bah. Gut, wir suchen so ein Ding mit weiß oben. Oh, aber sowas kann ich mich jetzt super blamieren. Das ist doch gleich das nächste. Und wahrscheinlich ist es schon dreimal an mir vorbeigerauscht. Und ihr sagt alle, oh Honey, ey, du bist so blöd. Aber geschafft ist geschafft, oder? Ich bin eine super Hackerin. Und jetzt auch noch reich. Eine reiche Superhackerin. So konnte ich nicht irgendwie... Nee, so konnte ich nicht sprinten. Irgendwie konnte ich doch sprinten. Ah, so konnte ich sprinten. Sie haben uns gesehen. Sie haben uns gesehen. Das ist ja blöd. Ja, ich muss gleich mal den Sound etwas leiser stellen. Leite Energieversorgung um. Das mache ich jetzt mal hier live und vor Ort. Optionen, Sound, Musik haben wir ganz aus, Soundeffekt und das übernehmen wir gleich mal so hoffentlich. Oh, viel besser. Ich hoffe, ihr versteht mich jetzt auch besser. Düdüt, achso, wenn wir nachladen, dann können wir auch aufheben. Wo müssen wir denn jetzt lang? Ach, wir gehen jetzt einfach da lang. Links, linksrum ist doch immer gut, oder? Okay. Vielleicht aber auch nicht. Ich wette, da oben sind welche. Wenn ich da jetzt hochgehe, werde ich wieder Achtung, die ganze Zeit angeschossen. Feind benutzt nicht normgerechte Munition. Ach so. Das System hochgefahren. System Boah, da ist er wieder, der Systemausfall. Oh. 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 Also ich bin keine Superschütze. Fällt kaum auf, oder? Dass ich jetzt hier nicht so... Nein, da kommen ja noch viel mehr. Ich will nicht sterben. Sind wir nicht hier hinter uns? Ja, super. Ah,
Sterbt, ihr Biester. Habe ich nicht so eine Granate? Könnte ich nicht die nehmen? Ich könnte überhaupt mal hier meine ganzen Special Moves einsetzen. Das vergesse ich immer. Was ist denn? Was haben wir denn hier? Verstärkung. Kurzzeitige, aber beträchtliche Verstärkung ihrer Panzerung. Aha. Disruptormunition zerreißt Schilde und synthetische Feinde. Und Adrenalinstoß. Beschleunigt ihre Reflexe extrem, wodurch sie Zeit für den perfekten Schuss gewinnen. Das ist der perfekte Schuss. Naja, wer ist das hier? Das ist, glaube ich, Jacob. Und J-Pop kann Brandmunition benutzen und ziehen. Das ist cool. Ziehen gefällt mir. Ziehen machst du jetzt gleich mal. Ja, du machst auch mal Überlastung. Und wir nutzen mal die komische... Ja, wie jetzt? Könnt ihr das nicht von euch aus machen? Muss ich das euch sagen? Ist ja schlimm. So, und dann schauen wir mal. Sind wir von da gekommen? Hätte ich da... ich habe doch keine Orientierung. Ah ja, genau. Hier haben wir die Munition aufgehoben. Das war hier. Genau. Dann gehen wir jetzt mal da lang. Gehen wir da links oder da rechts lang? Okay, da ist eine Tür, also gehen wir erstmal da hinten weiter. Ich bin schon ganz außer Atem. Und ein Datenpack. Schon wieder hacken. Na, großartig. Ja. So, jetzt brauchen wir was Grünes. Ich finde, das haben sie sich super einfallen lassen. Das ist ja mal wieder was anderes als im ersten Teil. Ist eine super Idee. Tada! Weil beim letzten... Ich weiß gar nicht, was sie beim letzten Mal hatten. Aber ich glaube, da war das nicht ganz so cool. Das Testsubjekt wurde geborgen. Aber der Schaden ist weitaus schlimmer als ursprünglich befürchtet. Außer den zu erwartenden Verbrennungen und inneren Verletzungen infolge der Explosion hat das Subjekt durch längeres Verweilen im luftleeren Raum bei Minusgraden erhebliche Zellschäden erlitten. Trotz des Ausmaßes des physischen Traumas versichert mir Wilson, dass das Subjekt wiederhergestellt werden kann. Das Lazarus-Projekt läuft wie geplant weiter. Sie hat mich Subjekt genannt. Das ist ja Subjekt. Und jetzt ist das mit dem, wo ich erkennen muss, wo auch meine Maus so merkwürdig ist, habe ich das Gefühl. Also wir haben hier den Kreis, da hatten wir den Kreis, was war das? Gegenüber und da ist diese Spritze unten. Peace. Peace. Unten war doch da, genau. Und da ist die Spritze und jetzt nur noch das Letzte. Ah, wieder Highspeed Action. Super, wie viel Zeit ich noch hatte, oder? Mensch. Ich bin da echt... Naja, Übung macht die Meisterin, würde ich mal sagen. Nein, nicht. Ich will immer... Ich zock nebenbei nämlich auch Battlefield. Und da sprintet man immer mit der Shift-Taste. Jetzt will ich mal die Shift-Taste zum Sprinten drücken. Und dann passiert sowas hier. Das brauche ich aber gar nicht. Oh, ein Kaffee. Cool. Kann ich ihn kaputt machen? Kann man Kaffee zerschießen? Nein. Das ist eine Panzer-Kaffee-Kanne. Los, hier entlang. Wir sind fast beim... Miranda. Aber sie waren doch... Tot? Was zum Teufel machen Sie da? Das wüsste ich auch gerne. Mein Job. Wilson hat uns alle hintergangen. Und dann erschießen sie ihn einfach so. Sie können ihn nicht befragen. Ich wusste, dass er lügt. Okay, was geschieht jetzt? Nennen Sie das ordnungsgemäß? Auch wenn Sie sich sicher sind, hat er so eine Begrüßung verdient? Er hat die Sicherheitssysteme sabotiert, meine Leute getötet. Und als nächstes wären wir dran gewesen. Sind Sie da ganz sicher, Miranda? Wir kennen Wilson seit Jahren. Was ist, wenn Sie sich irren? Ich irre mich nie. Ich dachte, das hätten Sie mittlerweile begriffen, Jacob. Ja, sie irrt sich nie und erschießt einfach irgendwelche Leute. Und ich traue hier ehrlich gesagt irgendwie keinen von diesen komischen Leuten. Deswegen ist uns, ja... Sie hätten ihn am Leben lassen sollen, um rauszufinden, was er wusste. Zu riskant. Es hat mich zu viel Zeit und Mühe gekostet, sie ins Leben zurückzubringen. Ich kann nicht zulassen, dass sie jetzt schon wieder jemand tötet. Glauben Sie wirklich, schon Wilson wieder. Wäre zu so etwas fähig? Jetzt nicht mehr. Sympathisch. So ein bisschen zumindest. Naja, wir wussten nicht wirklich, dass er lügt. Also ich wusste nicht, dass er lügt. Ich habe das Gefühl, alle lügen hier. Deswegen... Wie Sie meinen. Was ist unser nächster Schritt? Wir steigen ins Shuttle und starten. Mein Boss will mit Ihnen reden. Sie meinen den Unbekannten? Ich weiß, dass Sie für Cerberus arbeiten. Ach, Jacob. Ich hätte wissen müssen, dass Ihr Gewissen Sie übermannt.
Den Commander anzulügen ist keine gute Methode, um sie auf unsere Seite zu ziehen. Nun, da wir ohnehin gerade alles offen ausbreiten, haben Sie vielleicht sonst noch irgendwelche Fragen, bevor wir starten, Commander? Das ist total cool, wie die hier immer Zeit fürs Quatschen haben und so. Ja, reden wir doch mal ein bisschen. Wir würden mal gerne wissen, was das Lazarus- oder Lazarus-Projekt überhaupt ist. Sie sind die Leiterin des Lazarus-Projekts, richtig? Stimmt. Ich habe 2 Jahre meines Lebens in dieses Projekt investiert. In Sie. Ich musste bei ihm mein Näschen pudern, Entschuldigung. Ja, und warum hat sie das überhaupt? Was will Cerberus von mir? Das sollten Sie den Unbekannten fragen, wenn Sie ihn treffen. Er hat nahezu unbegrenzte Mittel für Lazarus zur Verfügung gestellt. Offensichtlich hat er etwas mit Ihnen vor. Ich hoffe nur Gutes, ich hoffe nur Gutes. Ja, natürlich, wir haben ja am Anfang gesehen, dass unser Schiff Krachpumpeng gemacht hat. Ich möchte gerne wissen, was mit den anderen Leuten ist. Was ist mit dem Rest der Stationsbesatzung? Das ist die Evakuierungszone. Wenn Sie jetzt nicht hier sind, kommen Sie auch nicht mehr. Aber... Wir können nicht weg, ohne absolut sicher zu sein. Wir müssen zurück und nachsehen. Kapieren Sie es nicht? Hey! Gerettet muss hier nur eine werden, und zwar Sie. Alle anderen sind entbehrlich. Sie hat recht. Wir kannten alle die Risiken, als wir uns gemeldet haben. Ohne Sie hat das alles keinen Sinn. Wie praktisch, dass Sie erst hier aufkreuzen, als wir gerade gehen wollen. Wo waren Sie während des Angriffs? Abgesehen davon, Ihr Leben zu retten? Wilson hat rausgefunden, dass ich Ihnen geholfen habe und eine ganze Armee Max auf mich gehetzt. Ich kam hierher so schnell ich konnte. Womöglich ein wenig zu schnell, wenn Sie Wilson fragen. Ja, der arme Mann. Wohin fliegen wir? Zu einer anderen Cerberus-Anlage. Der Unbekannte wartet dort auf Sie. Und wenn ich nicht mitkomme? Ich bin nicht sicher, ob ich Ihnen vertraue. Nee. Das ist das einzige Shuttle, das die Station verlässt. Aber wenn Sie bleiben und zusammen mit den Max verrosten wollen, bitte sehr. Naja, ich glaube nicht, dass sie das wirklich zulassen würde. Okay, haben wir alles abgefragt. Dann auf zum Atem. Ich habe für den Rest meines Lebens genug von dieser Station. In Ihrem Fall sind es sogar 2 Leben. Gehen wir. Aha, 2 Leben. Witziges Mädchen. Bevor Sie den Unbekannten treffen, müssen wir noch ein paar Fragen zur Beurteilung Ihres Zustands klären. Was? Muss das jetzt sein? Wir hätten eigentlich wochenlange Tests durchführen sollen, um den Erfolg von Projekt Lazarus zu bestätigen. Jetzt müssen eben ein paar Fragen während des Shuttleflugs reichen. Okay. Den Unterlagen zufolge sind Sie auf der Erde aufgewachsen. In schlechtem Milieu, ohne Eltern. Ja. Sie haben sich zum Militär verpflichtet und den Angriff eines Dreschlons überlebt, dem der Rest Ihres Teams zum Opfer gefallen ist. Erinnern Sie sich daran? Ja, sehr gut. Ja, ich erinnere mich. Alle haben geschrien, Schüsse, überall Blut. Ich war die Einzige, die sich aufs Überleben konzentriert hat. Ich habe den Bericht gelesen. 50 Marines sind auf Akkus gefallen. Nur Sie nicht. Zufrieden, Miranda? Fast. Versuchen wir es mit was Aktuellerem. Würmeier, wo Sie Sarens Klonanlage zerstört haben. Sie mussten ein Mitglied Ihrer Gruppe zurücklassen, das bei der Explosion gestorben ist. Oh je. Gunnery Chief Ashley Williams ist im Einsatz gefallen. Sie waren dafür verantwortlich. Warum haben Sie sie zurückgelassen? Das war jetzt nicht wirklich leicht, aber ich finde diese Frage rein ehrlich gesagt ein bisschen blöd. Das Schicksal der Galaxie von alten Erinnerungen abhängt. Es gibt noch weitere wichtige Tests. Kommen Sie schon, Miranda. Schluss mit dem Quiz. Das Gedächtnis ist da und für Shepards Kampffähigkeiten kann ich persönlich bürgen. Vermutlich haben Sie recht. Hoffentlich akzeptiert der Unbekannte unseren kleinen Feldtest als ausreichend. Also ehrlich gesagt finde ich den Jacob ja viel sympathischer, aber das ist bei mir immer so. Ich finde immer einen sympathischer und dann ist es am Ende das Arschloch, der uns alle reinlegt. Das ist total typisch, darauf darf ich mich nie verlassen. 2 Abtrünnige? Warum? Wieso? Naja, egal, ist halt so. Ja, dann... Ich würde den Unbekannten nicht warten lassen. Ja, ich bin ja Gott sei Dank nicht du, deswegen gucke ich mich hier noch ein bisschen um. Was haben wir denn da Schönes? Aha. Aha. Typ. Kann ich nichts ändern. Aha, hier können wir jetzt also unser Aussehen können wir hier einstellen.
Ja, ich einfach ohne Helm, das ist schon, aha, da kann man noch nichts, da kann man auch noch nichts. Ich denke mal, dass das noch im Laufe des Spieles kommen wird, dass man da andere Ausrüstungsgegenstände auswählen kann. Ändert sich da überhaupt? Ah, glänzend, weniger glänzend, ein bisschen mehr glänzend, gar nicht glänzend. Wir wollen einfach gar nicht glänzen. Wollen wir das? Ja, wie wäre es mit Pink, Freunde? Hm? Oder Rot? Oh, schön, schönes Rot, oder? Schön tief. Ja, krass, cool. Das gab es vorher aber so nicht, würde ich mal meinen. Kommt, wir stechen mal ein bisschen hervor, oder? Wahrscheinlich nehmen die meisten Leute irgendwie blau und rot und schwarz. Aber wir sind jetzt mal total cool und nehmen dieses rosa. Oh, das kann man auch noch. Ein Traum. Was nehmen wir denn dazu? Oh, rosa und noch mehr rosa, lila, blau. Wahnsinn. Hier, wir nehmen das da. Schön. Und ein Muster. Ja, ich... ah, sorry, Leute. Aber das ist doch... ist doch cool. Kann ich jetzt... Hallo? Hallo? Wenn das nicht ein Traum ist, dann weiß ich auch nicht. Naja, gut, wir wollen uns mal ein bisschen ernst genommen werden, wollen wir ja schon. Deswegen machen wir einfach mal kein Muster rein. Ach so, da an der Hand, das am Arm sieht man noch. Ja, sorry, da müsst ihr jetzt einfach mal durch. Das gucke ich mir jetzt hier alles an und super. Okay, weiter gibt's nichts, oder? Informelles Aussehen, was ist das denn Schönes? Aha. Oho. Mhm. Oh, das ist schön. Das nehmen wir. Ja, jetzt haben wir uns doch mal hier schick gemacht, oder? Ein Traum. Und dann geht's hier irgendwo weiter zum Unbekannten wahrscheinlich. Ja, liebe Leute, und wer der Unbekannte wirklich ist, wenn ich da jetzt reingehe, kommt der bestimmt. Das machen wir aber nächste Folge. Da werden wir dann mit ihm quatschen und hoffentlich herausfinden, was er eigentlich von uns möchte und warum zum Kuckuck er uns wiederbelebt hat. Also, Freunde, bis zum nächsten Mal. Tschüssili.